Was Atheisten von religiösen Menschen eigentlich unterscheidet und warum beides der falsche Weg ist und was der richtige Weg ist, darum geht es in diesem Video. So wie der Mensch dreigeteilt verstehbar ist, so ist die Gesamtheit auch dreigeteilt verstehbar. Der Mensch, Körper, Seele und Geist, so auch die Gesamtheit. Da ist die materielle Welt, die sichtbare Welt, die wissenschaftlich erfassbare Welt. Und der Fehler der Atheisten ist, dass sie sich auf das, was das Gehirn verarbeiten kann, also auf diesen ganz kleinen Informationsgehalt verlassen. Ein ganz schmaler Bereich, eine ganz eingeengte Sichtweise. Anders der religiöse Mensch, die Gesamtheit ist die materielle sichtbare Welt und dann gibt es eine Zwischenwelt der geschöpflichen Geister, eine Zahl sehr groß. Diesem Zwischenbereich ist der religiöse Mensch zugewandt, in aller Regel. Es gibt aber, so wie der Mensch eben nicht nur Körper und Seele hat, das hat er mit dem Tier gemeinsam, er hat mehr, er hat auch noch einen Geist. Und so ist es mit der Gesamtheit über der materiellen Welt und über der Welt der Geister, der geschöpflichen Geister, da ist Gott, der einzige nicht geschöpfliche Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er ist der richtige Weg, nicht der religiöse Weg der Zwischenwelt, der Geister, sondern allein die Beziehung zu Gott ist der richtige Weg. Und die funktioniert allein über den Glauben an Jesus Christus, über das, was Jesus am Kreuz getan hat. Darauf kommt es an. Wenn man Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, dann erhält man Sündenvergebung, Sünden trennen von Gott, Sünden trennen nicht von Religion. Religion ist Beziehung zum mittleren Bereich der geschöpflichen Geister. Wer aber eine Gottesbeziehung will, der sollte sich ohne Sünde nahen. Denn wenn er sich mit Sünde naht, dann bekommt er die Information, dass er die Sünde abzulegen hat. Und das geschieht auf einem einzigen Weg, nämlich indem man Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt. Wer das tut, er erhält nicht nur Sündenvergebung, er erhält den Heiligen Geist. Das ist dann die Gottesbeziehung, der Heilige Geist, der Geist Gottes. Er ist die Beziehung, die echte Beziehung. Der Heilige Geist ist kein religiöser Geist. Wer Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, erhält Sündenvergebung, erhält den Geist Gottes, den Heiligen Geist. So wird der Lebensweg fruchtbar, geistlich fruchtbar. Der Heilige Geist hat Gaben und in dem Maße, wie man die annimmt und umsetzt, wird der Lebensweg fruchtbar. Am Ende geht es durch die Wand des Todes in das Totenreich Hades Sheol. Ganz am Ende findet die Auferstehung statt. Dann gibt es da zwei Gruppen von Menschen. Die einen hatten in ihrer Lebenszeit Jesus Christus als Herrn und Retter angenommen. Sie stehen ohne Sünden da in einem weißen Gewand, in einem eigentümlichen Glanz. Gott sieht das, da ist nichts mehr zu richten. So wird der Mensch hindurchgewunken in das Paradies. Anders die anderen, die Atheisten, die Agnostiker, die religiösen Menschen, die auf eigene Kräfte vertrauten, die vielleicht Bilder angebetet haben. Bilder, das ist niemals Gottesverehrung. Mit menschengeschöpflichen Bildern kann man nur geschöpfliche Geister anbeten, aber niemals Gott, der über allem ist. Wer nicht Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, der geht ins Gericht. Wer Jesus Christus als Herrn und Retter annimmt, der geht durch das Endgericht hindurch in das Paradies. Lass das deinen Weg sein. Einen anderen Weg gibt es nicht, wenn es ihn gäbe, Gott hätte ihn gewiesen. Jesus musste Mensch werden, um für deine Sünden zu sterben. Wenn es irgendeinen anderen Weg gegeben hätte, Gott hätte seinem Sohn von vor aller Zeit, durch den er alles geschaffen hat, Zeiten und Räume, er hätte ihm den harten Kreuzesweg, die Menschwerdung in der Zeit erspart.
Er ist für dich Mensch geworden, für dich ans Kreuz gegangen und gestorben. Nimm du das an, dann erhältst du die Sündenvergebung, den Heiligen Geist. Wenn Jesus Christus dein Herr und Retter ist, dann macht er es, nicht du, er für dich zuverlässig durch den Heiligen Geist in das Paradies. Dort werden wir uns spätestens sehen und ich werde mich freuen. Gottes Segen. Amen.